Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Standardansprache von mir am Anfang eines Videos, ich weiß es, aber ich krieg's irgendwie auch nicht anders hin. Egal. Jedenfalls, heute gibt es mal wieder die 5 Minuten RAW Challenge. Ihr habt mir nach der letzten Challenge wieder einige RAW-Dateien zukommen lassen. Das könnt ihr übrigens auch weiterhin tun. Alles Weitere steht dazu unten in der Videobeschreibung. Schickt mir ruhig eure RAW-Dateien zu und ich werde dann probieren, innerhalb von 5 Minuten, nur in Lightroom, ohne Presets und so weiter, das sind so die Regeln, diese Bilder zu bearbeiten. Seht das Ganze ein bisschen mehr so als Unterhaltungsfaktor an, nicht zu ernst gemeint das Ganze. Ich gebe mir natürlich sehr viel Mühe dabei, innerhalb von 5 Minuten das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen. Aber natürlich muss man auch immer wieder sagen, innerhalb von 5 Minuten kann man kein hundertprozentiges Ergebnis hinbekommen. Von daher, es ist ein bisschen mehr Unterhaltung. Lehne ich einfach zurück, habe ein bisschen Spaß dabei, knabber vielleicht ein bisschen was draußen, ist wieder schlechtes Wetter, von daher ein paar Kekse, ein bisschen Tee oder so. Und lass uns starten mit 2 neuen RAW-Bildern. Viel Spaß mit diesem Video. Ach so, und eine Sache noch. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, StefanSchäfer90 heiße ich dort. Würde mich freuen, wenn ich ein paar von euch auch dort wiederfinden würde. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe wieder 2 Bilder hier rausgesucht. Das ist jetzt ein Bild hier von dem Arvid. Ich glaube, von dir habe ich tatsächlich schon mal ein Foto bearbeitet, wenn mich nicht alles täuscht. Hier also ein weiteres. Vielen Dank wieder an alle, die mir ihre RAW-Dateien zugeschickt haben. Und das könnt ihr auch weiterhin gerne tun über meine E-Mail. Steht alles unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also Bock drauf habt, dass ich auch mal euer Bild bearbeite hier in 5 Minuten in Lightroom, dann schickt mir einfach eure RAW-Dateien zu und dann seid ihr mit etwas Glück vielleicht in der nächsten Folge auch direkt mit dabei. So. Ich habe also wieder 5 Minuten Zeit jetzt hier, jeweils ein Bild zu bearbeiten. Insgesamt machen wir wieder 2 Bilder. Und ich bin sehr gespannt, weil die Bilder heute echt cool sind. Also das ist einmal hier von dem Arvid und dann habe ich noch eins von dem Jürgen. Jürgen war mal ein Workshop-Teilnehmer von mir. Und sind beides sehr, sehr coole Bilder. Auch gerade hier von der Burg Elz habe ich ja selber auch schon mal letztes Jahr, glaube ich, war es, ein Bild gemacht und auch hier bearbeitet. So ein bisschen in Herbstfarben. Ich denke mal, heute mache ich ein bisschen was anderes. Mal schauen. Aber wir fangen erstmal mit dem Bild hier von dem Arvid an. Und ich würde sagen, ich packe jetzt einfach mal 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. Und ich habe jetzt genau 5 Minuten Zeit. So. Also, ich würde als erstes mal hier, glaube ich, den Weißabgleich anheben. Ein kleines bisschen die Belichtung anpassen, weil das Bild doch ein bisschen sehr dunkel geworden ist. Hier so auf ungefähr, also 0,6 ungefähr. Das passt eigentlich ganz gut. Dann die Lichter auf jeden Fall ein kleines bisschen runter. Die Tiefen vielleicht ein bisschen aufhellen, damit wir hier so ein bisschen mehr Details drin haben. Das sieht doch eigentlich soweit schon ganz gut aus. So, ein bisschen Kontrast können wir noch dazu geben. Und dann denke ich mal hier so ein bisschen Dunst entfernen kann hier rein. Ein bisschen Klarheit würde ich, glaube ich, rausnehmen hier an der Stelle. Ich würde es eher so ein bisschen softer haben, dieses Bild. Und von der Dynamik können wir hier noch ein bisschen was dazu geben. Und dafür nehme ich von der Sättigung ein bisschen was raus. So ein kleines bisschen einfach. Ja, ungefähr so. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann gehen wir mal kurz hier in die HSL-Tabelle rein und werde jetzt hier mal gucken, dass ich so ein bisschen die Rottöne noch so ein bisschen weiter Richtung Orange schiebe, die Gelbtöne auch so ein bisschen weiter Richtung Orange, ja, und vielleicht insgesamt ein bisschen Orange von der Sättigung raus, aber nicht viel. Das sollte eigentlich schon vollkommen ausreichen. Und dann gehen wir als nächstes mal in die Teiltonung, weil ich glaube nämlich, dass ich dieses ganze Bild hier noch so ein bisschen mehr Richtung, ja, Sonnenuntergang schieben kann. Das ist ja Sonnenuntergang, sieht man ja eindeutig von der Lichtstimmung her schon. Aber ich glaube hier, wenn ich die Lichter noch so ein bisschen weiter Richtung Orange einfärbe, dann bekommt das ganze Bild einfach noch ein bisschen mehr Stimmung. Müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie viel Sättigung wir jetzt hier reinhauen. Ich denke mal so 25 ungefähr. 25 sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann gehe ich mal noch weiter nach unten in die Kalibrierung rein und werde jetzt hier mal schauen, die Grünwerte, die werde ich mal noch so ein bisschen bearbeiten, die will ich so ein bisschen weiter Richtung Gelb schieben, weil es den Sonnenuntergang einfach noch so ein bisschen mehr unterstützt. Ja, ich denke mal, so passt das eigentlich schon ganz gut. So, dann müssen wir uns jetzt als nächstes einfach mal noch so ein bisschen darum kümmern, dass die Belichtung hier noch so ein bisschen angeglichen wird. Deswegen werde ich jetzt hier mal einen Farbverlauf nehmen, werde das jetzt hier mal erstmal zurückstellen und einfach nur mal die Belichtung hier oben so ein bisschen runtersetzen. Einfach damit wir hier ein bisschen mehr Zeichnung drin haben. Ja, die Belichtung kann hier ruhig noch ein bisschen weiter runter.
Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier quasi diesen Berg nicht mit reinnehmen. Deswegen werde ich jetzt hier mal eine Bereichsmaske anlegen. Die Luminanzmaske werde ich jetzt hier auch mal anzeigen lassen. Und dann nehme ich jetzt hier mal so die dunklen Bildbereiche einfach so ein Stück weit raus. Perfekt. Und genau das gleiche mache ich, glaube ich, auch nochmal hier unten. Also ich glaube, auch hier unten werde ich jetzt mal einen Verlauf reinziehen. Diesmal mache ich es genau andersrum. Diesmal werde ich die Belichtung ein bisschen aufhellen. Und glaube ich auch hier mit einer Bereichsmaske arbeiten, weil ich auch hier die ganz dunklen Bildbereiche, die will ich da so von so ein bisschen ausschließen, damit wir hier so ein bisschen Kontrast drin behalten. Ja, ich denke mal, so sieht das schon echt ganz gut aus. Und was ich so ein bisschen schade finde an der Komposition, dass wir hier diese S-Kurve, die wir hier eigentlich haben, dass die hier so leicht angeschnitten ist. Also vielleicht kannst du das Foto irgendwann nochmal machen und dann halt diese S-Kurve hier so ein bisschen ja, noch mit reinnehmen. Ich glaube aber trotzdem, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen Belichtung und ein bisschen Farbtemperatur nochmal reinpacken, dass ich diesen Weg hier auf jeden Fall so ein bisschen betonen will. Das ist jetzt natürlich viel zu doll, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen runterregeln. Aber so grundsätzlich möchte ich hier mal so ein bisschen das Ganze noch so ein bisschen mehr betonen, damit das Auge hier so ein bisschen mehr auf diesen Weg fällt. So sieht das Ganze doch schon relativ gut aus. Und dann werde ich auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Dodge and Burn machen. Das bedeutet, ich lasse einfach mal die Einstellung jetzt erstmal so. Und jetzt hier über die Stellen, wo jetzt sowieso schon die Bäume so angeleuchtet werden, werde ich jetzt hier einfach mal noch weitere Radialfilter rüberziehen, die halt alle so ein bisschen Belichtung haben, die alle so ein bisschen nochmal Farbtemperatur haben. Und damit können wir das Ganze hier nochmal so ein bisschen unterstützen, was wir eigentlich sowieso hier schon die ganze Zeit machen. Hier vielleicht über den Baum auch nochmal so ein bisschen. Ja, man darf das nicht zu doll machen, man muss auch immer so ein bisschen gucken, vielleicht die Belichtung so ein bisschen angleichen nochmal hier. Aber das gefällt mir soweit echt schon mal ganz gut. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch machen will, ich will jetzt hier nochmal erstmal den Beschnitt so ein bisschen ändern. Also ein bisschen Himmel hier kann raus, weil der Himmel ist eigentlich so ein bisschen nichtssagend. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal so ein 4:5 Format, so ein bisschen Instagram Format. Und dann nehme ich jetzt hier den Himmel raus. Hier unten achte ich darauf, dass dieser Weg nicht genau an der Ecke ausläuft, sondern so ein bisschen am Bildrand. Und so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Und jetzt werde ich auf jeden Fall noch so ein bisschen Kontrast in die Mitteltöne hauen. Dazu habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht. Das heißt, wenn du jetzt noch nicht weißt, wie das Ganze funktioniert, dann schau dir dieses Video auf jeden Fall mal an, habe ich unten verlinkt. Einfach einen Verlauf hier komplett unten reinziehen. Erstmal den Effekt hier rausnehmen und dann den Kontrast voll reinballern. Ein bisschen Belichtung noch mit dazugeben. Und dann auch wieder mit der Bereichsmaske arbeiten, mit der Luminanzmaske hier und den Bereich von 25 bis 75 stellen. So, die 5 Minuten sind jetzt auch um, aber das mache ich hier noch schnell fertig, von 25 bis 75. Jetzt klicke ich einmal auf Fertig und jetzt haben wir hier noch schön Kontrast in den Mitteltönen drin. Gefällt mir so echt gut. Machen wir mal kurzes Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt danach aus. Also finde ich, haben wir auf jeden Fall schon eine Menge rausgeholt. Ja, vielleicht kann man da noch ein bisschen weiter dran arbeiten, aber so grundsätzlich muss ich sagen, gefällt mir das Bild jetzt echt gut. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gut findet oder ob ihr vielleicht noch was anderes gemacht hättet. Wie auch immer, vielleicht noch insgesamt ein bisschen mehr Kontrast rein, vielleicht noch ein bisschen die Schwarzwerte abdunkeln. Ja, aber das sind jetzt so Kleinigkeiten und wie gesagt, meine 5 Minuten sind ja auch eigentlich um. Aber ich denke mal, dass wir auf jeden Fall hier schon ein ganz cooles Ergebnis hinbekommen haben. So, dann schauen wir mal weiter. Jetzt geht es mal zum nächsten Bild. Und dieses nächste Bild, das ist wie gesagt von dem Jürgen. Jürgen hat mir einige Bilder zugeschickt. Ich habe eins davon jetzt mal rausgesucht. Das ist jetzt hier von der Burg Elz. Sehr, sehr schöne Stimmung, weil wir hier oben auch noch so ein bisschen Nebel mit drin haben. Richtig cool. Gefällt mir echt gut. Und ich würde sagen, wir packen wieder 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. So, ich werde jetzt auch hier so ein bisschen mehr Wärme noch ins Bild bringen. Und dann auf jeden Fall ein bisschen Kontrast hier reinhauen. Wer meinen Moody Green Look kennt, auch dazu gibt es ein Video. Ich werde jetzt, glaube ich, diesen Moody Green Look erstmal so ein bisschen nachbauen, weil ich glaube, dass das hier echt ganz gut passen könnte. Also den baue ich jetzt mal so ungefähr aus dem Kopf nach hier. Ich darf ja keine Presets verwenden, ne? Sonst würde diese Challenge ja nicht wirklich Sinn machen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier das ungefähr so ein bisschen nachgebaut bekommen. Ja, hier die Schwarzwerte, die können schön runter. Dann ja, so ein bisschen Struktur vielleicht, ein bisschen Klarheit können wir auch mit dazugeben. Ja, das kann hier schön ruhig ein bisschen doller sein und ein bisschen Dunst entfernen können wir auch mit reinpacken. Ja, so ungefähr plus 30, sieht auch ganz gut aus. So, jetzt ist das Bild natürlich sehr, sehr gesättigt, deswegen nehme ich jetzt hier erstmal so ein bisschen Sättigung wieder raus. Ein bisschen Dynamik kann dafür rein, perfekt. Und dann geht es jetzt hier in die HSL-Tabelle, denn dort findet eigentlich jetzt dieser Moody Green Look statt. Da werde ich jetzt hier erstmal gucken, dass wir den Farbton so ein bisschen weiter Richtung Gelb ziehen. Hier von den Gelbwerten alles so ein bisschen weiter Richtung Grün. Und von den Grünwerten ziehen wir auch alles so ein bisschen weiter Richtung
Aquamarin, das sieht auch soweit ganz gut aus, so von der Sättigung her. Wenn wir jetzt hier mal das Ganze so ein bisschen runterziehen, von den Gelbwerten ziehen wir es relativ weit runter, ungefähr so. Auch von den Grünwerten ziehen wir es relativ weit runter. Ja, das sieht jetzt am Anfang erstmal ein bisschen komisch aus, aber diese Grünwerte, die packen wir gleich wieder rein. So, die Blauwerte hier auch nochmal ein bisschen weiter runterziehen. Und Lila und Magenta haben wir eigentlich gar nicht im Bild drin, die können wir einfach komplett runterziehen. Ja, und dann schauen wir mal, hier Orange von den Luminanzwerten ein bisschen weiter runter, Gelb von den Luminanzwerten ein bisschen weiter runter, also von den Helligkeitswerten. Das Grün hellen wir so ein kleines bisschen auf. Ah, ungefähr so. Perfekt. So, dann gehen wir mal weiter runter in die Teiltonung, denn jetzt holen wir uns schon mal so ein bisschen unseren Look wieder. Ich werde jetzt hier die Lichter als erstes mal nehmen und hier mal einen neuen Farbwert vergeben, so 215 ungefähr. Und dann so ein bisschen Sättigung hier mit rein. So passt es eigentlich schon ganz gut. Und genauso bei den Schatten auch. Da nehmen wir mal hier so ein, ja, so ein Zwischending zwischen Blau und Magenta, nicht Magenta, sondern Türkis. Und das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. So, jetzt können wir mal hier unten in die Kalibrierung noch reingehen. Hier werde ich mal die Tonung in den Schatten mal so ein bisschen nach oben bringen, glaube ich. Und dann, ja, schauen wir einfach mal. Ein bisschen Rot hier rausnehmen. Von den grünen Werten, da packe ich das Ganze mal hier noch so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin. Und die Sättigung, die bringe ich auch mal wieder so ein bisschen ein Stück weit mit rein. Und von den Blauwerten ziehe ich das Ganze so ein bisschen runter. Und jetzt kommt hier eigentlich dieser Punch wieder ins Bild rein, indem wir jetzt hier die Sättigung von den Blauwerten so ein bisschen nach oben ziehen. Weil damit können wir echt nochmal eine ganze Menge aus dem Bild rausholen. Das ist so ein kleiner allgemeiner Tipp hier. Sättigung von den Primärwerten Blau nach oben ziehen, ihr habt immer mehr Punch im Bild. So, jetzt als nächstes mal Objektivkorrekturen. Ich werde mal hier noch die Profilkorrekturen aktivieren. Insgesamt bei den Effekten gebe ich mal hier auch noch eine kleine Vignette rein. Und was ich jetzt noch machen werde, ich werde jetzt hier oben einen Verlauf auf jeden Fall mal rausziehen. Und da werde ich jetzt erstmal den Effekt hier rausnehmen und einfach mal hier die Belichtung so ein bisschen runterdrehen. Die Lichter auch so ein bisschen runterdrehen, einfach um ein bisschen mehr Zeichnung in den Himmel zu bekommen. Auch hier werde ich wieder mit einer Bereichsmaske arbeiten, weil ich hier die dunklen Bildbereiche davon so ein bisschen ausschließen möchte. Genau, perfekt. Sehr gut, gefällt mir gut. Jetzt sehe ich hier, wir haben so einen kleinen Sensorfleck hier oben drin. Den packen wir mal schnell raus. Den nehmen wir mal raus. Und ja, vielleicht gehen wir mal in die Gradationskurve hier noch rein, so eine kleine S-Kurve hier. Das Ganze so ein bisschen moodyhafter noch machen. Nicht viel, aber einfach so ein bisschen. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt werden wir hier auch nochmal an dem Crop ein bisschen was arbeiten. Ich denke mal, wir nehmen auch hier mal wieder so ein 4:5 Format. Nur diesmal halt in die Breite. Und jetzt können wir nämlich die Bokeh hier so ein bisschen weiter auf die dritte Linie. Es ist nicht ganz eine dritte Linie, aber so ungefähr hier rüber ziehen. Das gefällt mir deutlich besser, weil hier drüben diesen Strauch, den brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Es sieht jetzt so einfach ein bisschen cleaner aus. Und dann werde ich mal hier unten gucken, diesen Fotografen, den werde ich mal noch rausnehmen. Den werde ich mal noch versuchen rauszustempeln hier. Na, ziehen wir mal so ein bisschen weiter hier rüber, sonst ist der Gullideckel hier zweimal drin. Das wäre nicht so gut. So, aber so gefällt es mir schon echt ganz gut. Ich glaube, ich nehme auch hier wieder noch ein bisschen Kontrast in den Mitteltönen rein. Zeit ist jetzt abgelaufen. Den Effekt mache ich noch schnell. Also hier Kontrast voll reinballern. Belichtung noch ein bisschen nach oben und dann mit der Bereichsmaske hier wieder in die Luminanz rein, den Bereich wieder von 25 bis 75 stellen. So. Und dann haben wir hier auch nochmal ein richtig cooles Ergebnis. Gefällt mir jetzt so richtig gut. Ich glaube, das kann man echt so lassen. Vorher, nachher, vorher. Ja, sieht auch schon sehr cool aus, eine geile Stimmung. Ich habe jetzt einfach mal sehr viel mehr Punch hier noch mit reingebracht. Ist Geschmackssache, aber ich persönlich finde es halt echt cool so. Also wenige Farben im Bild, viel Punch drin, viel Kontrast drin. Das ist genau das, was ich gerne mag. Aber wie gesagt, da hat ja jeder eine andere Meinung zu. Aber mich würde trotzdem interessieren, was du dazu sagst, zu den beiden Edits. Also das ist das eine Edit, der andere Edit ist das hier. Hier kann man übrigens auch noch so ein bisschen, so eine kleine Vignette könnte man jetzt hier auch noch mit reingeben eigentlich. Ja, so ein kleines bisschen, aber dafür müsste man dann jetzt hier den Grundeinstellungen das ganze Bild nochmal so ein bisschen heller machen. Aber das sind halt beides Bilder, die mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Vorher, nachher. Und dieses Bild hier, vorher, nachher. Ja, das sind wirklich
zwei sehr, sehr coole Bilder, die ihr mir da geschickt habt und hat mir echt Spaß gemacht, die beiden zu bearbeiten. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich weiterhin solche Challenges machen soll, schickt mir einfach neue Bilder zu, schickt mir RAW-Dateien zu und dann ist das hier auch alles möglich. Ich freue mich drauf. Und wenn du Bock hast, Lightroom noch mehr zu lernen, es gibt von mir zwei Lightroom-Kurse, einmal einen für einen Anfänger und für Fortgeschrittene ebenfalls. Lightroom 1 und 2 kannst du auf meinem Online-Store vorbeischauen. Gibt's auch als Bundle, dann kannst du noch ein bisschen was sparen, aber das an dieser Stelle nochmal eine kleine Werbung. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und ansonsten abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ich habe nämlich jetzt meine Statistiken geguckt, dass fast 70% der Leute, die meine Videos gucken, meinen Kanal nicht abonniert haben. Was sehr, sehr schade ist, denn dann verpasst ihr weitere Videos. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und vielleicht sogar die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.